Die fiesesten Arbeitgebertricks bei einer Kündigung heute Teil 11, die Gehaltsreduzierung. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und wir haben ja unsere schöne Serie, ich sage schön, weil die so gut läuft und ich mich darüber sehr, sehr freue, mal seit langem wieder ein richtiger Knaller. Wir sind ja in Teil 11 unserer Serie zu den fiesen Arbeitgebertricks und das Thema Gehaltsreduzierung, da könnte man jetzt wieder sagen, naja, Brederek, das ist doch gar kein Trick, der Arbeitnehmer merkt doch, was passiert. Ja, und oft ist es auch nicht als Trick gemeint, aber wird im Nachhinein wie ein Trick genutzt. Was passiert? Dem Unternehmen geht es nicht so gut, der Chef geht mit sorgenvoller, wirklich wahrscheinlich häufig, sorgenvoller Miene zu den Mitarbeitern und sagt, Leute, ich muss den Laden dicht machen. Das Einzige, was uns noch retten kann, ist, wenn ihr alle ein bisschen von eurem Kuchen abgibt, von eurem Gehalt, ein bisschen reduziert. Und wenn es uns dann wieder richtig gut geht, dann kriegt ihr wieder euer Geld. Ja? Häufig sogar fest versprochen, schriftlich versprochen, sogar wirksam versprochen. In 2 Jahren gibt es wieder das alte Gehalt. Wenn sich ein Arbeitnehmer darauf einlassen, ist das sehr lieb von ihnen. Meine Erfahrung ist, dass das Unternehmen doch relativ selten rettet. Das Problem ist, wenn diese Rettung nicht gut geht, dann stehen Arbeitnehmer doppelt doof da. Man könnte auch sagen, 3-mal oder 4-mal doof da. Ja, warum? Wo auch immer sie verzichten, und wenn es nur das Weihnachtsgeld ist, zunächst einmal haben sie weniger Gehalt. Wofür ist aber das Gehalt entscheidend, wenn es zu einer Beendigung kommt, zu einer Kündigung kommt? Naja, wir gehen immer bei den Verhandlungen über die Abfindung von ihrem Gehalt aus. Und ich habe ganz, ganz oft, dass das Gehalt reduziert ist. Und der Arbeitnehmer mir sagt, ja, damals war es ja noch höher. Und ich denke, ja. Manchmal wollten die Arbeitnehmer selber kürzer treten, Teilzeit machen und auch weniger, natürlich dann weniger Gehalt haben. Und der Arbeitgeber hat dann das genutzt, diese Zeit für eine Kündigung. Ne? Manchmal ist es aber, oder oft ist es eben auch der Arbeitgeber, der das verhandelt und wo es auch mehrere Arbeitnehmer betrifft. Also, bei den Abfindungsverhandlungen ist es doof, dass sie weniger verdienen. Bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes ist es genauso blöd. Ja? Der Leistungszeitraum, der hier eine Rolle spielt, sind die 12 Monate vor der Beendigung. Ja? Also die letzten 12 Monate, was haben Sie da verdient? Und danach wird Ihr Arbeitslosengeld berechnet. Haben Sie in den letzten 12 Monaten weniger verdient als davor? Ja, oder haben Sie auch nur in den letzten 3 Monaten weniger verdient? Wirkt sich das aus? Je mehr Sie in den 12 Monaten weniger verdient, also je mehr Monaten Sie weniger verdient haben, umso stärker wirkt sich es aus. Sie kriegen einfach weniger Arbeitslosengeld. Und wenn man sowieso schon auf Gehalt verzichtet hat und dann arbeitslos wird und dann weniger Abfindung bekommt und weniger Arbeitslosengeld, dann summiert sich das ganz schön. Ich will noch gar nicht hier an der Stelle, das wäre jetzt das vierte dann, über Ihre Rentenansprüche, die sich natürlich auch nicht vermehren, sondern vermindern. Will ich jetzt noch gar nicht reden, das kann ich auch in der Regel nicht ausrechnen. Nee, das kann ich nie ausrechnen. Ja? Da vermuten wir nur, dass das auch da gravierende Auswirkungen hat. Und dementsprechend Vorsicht vor solchen Deals. Habe ich schon jemals jemandem dazu geraten, der konkret mit so einem Deal kam? Nein, noch nie. Beim Teilzeitanspruch, da ist es halt Teil des Deals, da geht es halt dann nicht anders. Ja? Da lehnen Sie halt riskant, wenn Sie in der Zeit die Kündigung dann bekommen. Aber ansonsten habe ich immer letztendlich dann gesagt, Leute, schön, dass ihr eurem Unternehmen helfen wollt, aber es hat wirklich gravierende Nachteile. Mancher macht es dann doch, die meisten machen es dann nicht und in der Regel war es dann auch sinnvoll. Es gibt Ausnahmen. Also gerade auch, wenn der Betriebsrat mitspielt, nicht immer, aber manchmal, wenn der Betriebsrat da mitspielt und es wirklich ernst meint in der Arbeitnehmervertretung. Ja, oft ist es aber auch so, auch der Betriebsrat ist natürlich von dem Modell überzeugt, der will ja auch mit das Unternehmen retten, aber ja, manchmal sind die Sachen nicht mehr zu retten. Ja. Es ist ja so, wenn ein Unternehmen nicht mehr die Gehälter zahlen kann, dann hat es ja immer irgendeinen Grund. Es sei denn, es ist irgendwie eine vorübergehende Illiquidität. Oder ein Finanzierungsengpass, ja, es ist manchmal schwer, Kredite gerade für kleine Unternehmen zu bekommen. Und ich habe gerade einem Unternehmen, wo ich mein Auto gekauft habe, wurde mir gerade erzählt, da hat man die Mitarbeiter gefragt, ob die nicht ihre Firma einen Kredit geben. Ja, na, okay, wenn das dann lukrativ ist, können sie ja alles machen. Nur, wenn der Kredit darin besteht, dass sie weniger Geld verdienen,
für eine bestimmte Zeit, dann ist Vorsicht geboten. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir machen übrigens weiter mit Fallenstellen in unserem Teil 12 unserer Serie. Danke, tschüss.